Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind jetzt dabei, die Zwischenräume hier zwischen den einzelnen Stämmen zu füllen und dann die erste Deckschicht drauf zu packen. Juhu. Soweit wir das geschafft haben, kommt dann noch eine Einzelreihe Hölzer hin. Ich hoffe, dafür wird das Holz hier reichen, was dann unordentlich aufgetürmt ist. Komm mal du her. Du wirst jetzt erst einmal hier ein bisschen Ordnung machen. Wird ja dann schön auffüllen. Fertig. Jetzt können die weiterarbeiten. Wie sieht's denn mit Flätten aus? Da ist nur noch ein bisschen. Und hier? Oh, hier sind wir fertig. Gut. Na, nicht so gut. So ist besser. Dich kann ich ja nicht länger ziehen, gell? Nein. Weißt du was, dann machen wir dich mal auf die Länge, ja. Und dich verschieben wir dann in die Richtung, dass wir da auffüllen können. Na gut, mach da ein bisschen mal was weg. Das ist ja eh nur. So, wie sieht's auf unserem. Ach, die haben immer noch zwei Ebenen hier.
Ne, lass es mal erst so. Wir können das ja immer noch machen, wenn wir da die zweite Schicht drauf tragen. Aber erstmal muss die erste komplett sein, damit wir hier mehr Gangfreiheit haben. So, unsere Steinvorräte nehmen auch mal wieder etwas ab. Aber wir haben ja mehr als genug, wenn man sich es ansieht. Ich bin jetzt am Überlegen, wo ich als nächstes abtragen soll. Ich denke einfach mal nach meiner Einschätzung, ich fange wirklich hier an der Ecke an. Damit wir es nicht zu weit haben. Weil da hinten können sie dann auch abtragen und alles wegschmeißen, wenn wir dann nach unten gehen. Aber ja, fängt dann immer mehr nach dem auszusehen, was wir brauchen. Nämlich eine große Baufläche. Wird halt ein Weilchen dauern, bis wir alles ordentlich gefüllt haben. Und so lange werden wir halt auch immer wieder Steine brauchen. Aber hier ist ja noch genug, was wir abtragen müssen, um nachher Steine draus zu kriegen. Ach, seid ihr fertig? Oh ja, ihr seid fertig. Okay, dann dürft ihr und weitermachen. So gut es geht. Yeah.
So, hier ist es ja auch nicht mehr viel. Dann verschieben wir euch hier, dass ihr die Ecke langsam füllt. So, jetzt hier runter. Oh, etwas kürzer das Ganze. Erdschicht, ja. Die Zeit nutzen wir mal zum Vermessen. Alles stimmt. Wie wir uns das vorstellen. Also das, was ich gerade eingezeichnet habe, soll nachher die Höhe für die letzte Deckschicht sein. Und wir kommen hier perfekt hin. Also das heißt, wir packen hier Erde drauf. Hier kommt nochmal eine Schicht. Oh, wir sind gar nicht drunter. Sind wir. Okay. Gut, jetzt sind wir da. Also hier kommt eine Schicht Erde, da kommt eine Säule und da kommt eine Schicht Erde. Zu guter Letzt kommt noch einmal eine massive Schicht Erde, dass wir eine Doppelschicht haben. Ja. Passt soweit alles. Auch auf der Seite. Gut. Sehr, sehr gut. Ich habe das nämlich schon lange nicht mehr kontrolliert, nur um sicher zu gehen, dass wir uns auch nirgendwo verkalkuliert haben. Das wäre dann nachher im Ausgang ziemlich doof. Na gut, es würde gehen, man könnte es noch irgendwie reparieren, aber trotzdem. Dass es die auch immer jetzt gebracht hat, da runter zu hüpfen. Ah. Gut, das können wir auch wieder etwas später machen. Hier eins breiter. Na, die haben alle jetzt gerade zu tun.
Und hier sind wir auch bald auf einer Ebene unten. Ja, wenn man die Kamera richtig drückt, kann man dann fast nichts mehr sehen hier. Außer dem Nordstein. Da hinten. Ja, alles flach. Hier auch, hier unten ist auch alles flach mittlerweile. Alles gut, das ist gut. Und ja, es hat noch einen Vorteil, wenn wir hier vorne abtragen. Dann können wir uns nämlich ab dieser Stelle hier dann durcharbeiten. Füllen, weiter abtragen, füllen, damit wir die Steine auch kriegen, die wir brauchen. Also sonst müssten wir hier wirklich alles abtragen, wenn dann keine Steine mehr zum Füllen. Ja. Ist doch gut, wenn es sinnvoll klingt, oder? So, ich beschränke euch mal hier jetzt nur noch auf 3, weil so viele brauchen wir hier nicht, weil wir das ja stückchenweise machen müssen. Das Füllen hier. Und sie sind bei der letzten Schicht angekommen. Das heißt, wir sollten jetzt mal unseren nächsten Steinbruch planen. Auf diese Höhe, die zwei Sachen weg, das Minus. Ja, die Treppe ruhig dahin. Gut. Ja, die Höhe stimmt so.